Zwiebelgewächse und Hund. Auch diese Kombination ist nicht empfehlenswert. Dazu gleich mehr. Bleiben Sie dran. In Zwiebelgewächsen gibt es bestimmte Wirkstoffe, die die roten Blutkörperchen im Hund angreifen und zerstören. Insofern kann bei Aufnahme von Zwiebeln Lebensgefahr bestehen. Es gibt dabei keinen Schwellenwert. Also hier macht nicht die Dosis das Gift, sondern auch schon geringste Mengen können hier das Leben Ihres Hundes gefährden. Die Aufnahme von Zwiebeln kann zu Erbrechen führen, zu Durchfall. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Zwiebeln in roher Form gekocht oder sogar als Pulver aufgenommen werden. Alles ist für den Hund gefährlich. Das gilt für alle Zwiebelgewächse und auch für sämtliche Laucharten, wobei ich da gleich eine kleine Ausnahme habe. Also das gilt für zum Beispiel Bärlauch oder auch Schnittlauch und auch bei Knoblauch, wobei es da auch einen Schwellenwert gibt. Also manche Stimmen sagen, Knoblauch gehört rein gar nicht in den Hund und andere, auch verschiedene Hersteller von Nahrungsmittelergänzungen oder Futtermittelzusätzen, die empfehlen Knoblauch als Prophylaxe gegen Parasiten. Aber es darf natürlich nicht ein bestimmter Wert hier überschritten werden. Weitere Infos zur Einnahme von Knoblauch bekommen Sie zum Beispiel bei der Autorin Swanee Simon, die etliche Ratgeber geschrieben hat zum Thema Rohfütterung. Und da gibt es einen Ratgeber, Barf Senior. Da geht es um den älteren Hund, wie der mit Rohfütterung am besten ernährt werden kann. Und auch noch etliche Empfehlungen, was man einfach an Nahrungsmittelzusätzen, Kräutern aus der Pflanzenheilkunde eben, was man da einfach noch dazugeben kann, um ihn zu unterstützen.